Was eine tolle Aussicht von hier, aber darum geht's jetzt nicht. Sondern um das nächste Level. Und zwar Krabbeleien im Canyon, das erste Level der vierten Welt. Damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario 3D World. Und wir spielen mit Peach. Die kann ich die Kamera drehen? Ich nicht. Schaut sich das den Canyon jetzt mal an. Das hat niemand gesehen. Das ist nie passiert. Vielleicht hier eine neue Katze. Bitte. Sieht nicht mal aus. Vielleicht hier unten. Komm schon, gib mir eine neue Katze. Ja. Alles gut. Nichts ist passiert. Und hier müssen wir anscheinend so eine Art Mauer raufklettern, während diese Viecher da rumkrabbeln. Ah, okay, jetzt haben sie auch so das Stachelhelm. Noch besser. Ist da oben irgendwas? Nichts aus. Gehen wir hier in so eine Höhle rein. Ich denke, ja, kann ich sogar. Da oben ist der Stempel. Komme ich da irgendwie hoch, ohne verletzt zu werden? Ja, komme ich sogar. Und komme ich da auch wieder lebend runter? Nein, tue ich nicht. Okay. Hier irgendwas. Stern. Mitnehmen. Ich glaube, ich habe da hinten etwas entdeckt. Oh, ich bin sogar perfekt durch, ohne getroffen zu werden. Hier oben ist, glaube ich, ein Grünstern. Weil ich es richtig gesehen habe, habe ich richtig gesehen. Da hinten sehe ich gleich den nächsten. Wenn auch ein bisschen unscharf. Ah ne, das ist nur eine Röhre. Ja, genau deshalb halt unscharf. Dann haben wir schon den ersten Grünstern und ein. Warte, ich kann nicht ein bisschen auschecken. Okay, da hinten ist der zweite Grünstern. Da hinten ist dann eine Röhre. Da ist dann wahrscheinlich das Ende. Mal sehen, da drüben haben wir noch eine Röhre. Was kann die hier? Oder wo führst du mich hin? Zum zweiten grünen Stern, alles klar. Aber es ist ja, ich darf mich nicht treffen lassen, ohne Katze komme ich da gar nicht mehr selber hoch. Hat gut funktioniert, zweiter grünen Stern ist auch in der Tasche. Fehlt jetzt nur noch der dritte, der kommt jetzt da vorne irgendwo. Da vorne, ja. Jetzt vorsichtig. Nimm ihn mit! Danke, ich hab ihn. Ein bisschen auf seine Augen springen, das mag er sicher. Close, close, close. Und da unten ist auch noch was, da will ich auch noch hin. War nicht gleich eine Röhre, wenn ich das am Anfang nicht gesehen habe. Ja, und ein bisschen Geld gibt es auch noch. Die Röhre wird mich wahrscheinlich immer nach oben drücken, nehme ich an. Ja. Bisschen Geld hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, aber naja. Alles auf Anhieb mitgenommen und da ist dann auch schon das Ziel. Zack, perfekt. Erst Versuch alles mitgenommen. Das ist doch ein schöner Start in die vierte Welt. Und Peach freut sich, dass sie es geschafft hat. Ich glaube, sie wurde ja nur zweimal getroffen, wobei einer davon schon ziemlich billig war. Jetzt haben wir diesen einen Gegner, der das Jeffrey bekommt. Keine Ahnung, wie das Viech heißt. Hat sicher irgendeinen Namen, aber ich weiß es nicht. Naja, egal. Weiter geht's. Und zwar diesen Krieg Piranhas. Spielautomat ist jetzt egal. Braucht man nicht. Hier, der Sumpf der Krieg Piranhas. Das wäre was für Luigi. Oh, richtig beraten. Okay, es scheint ein bisschen düster zu sein. Siegen wir erstmal, wenn wir das können, ja, kann ich sogar. Oh no! Das ist zweimal so billig gestorben. Nicht gestorben, aber billig getroffen. Nein! Ich wollte drauf springen. Was ist los heute irgendwie? Spiele ich nicht wirklich gut. Naja, aber immerhin das kriege ich hin. Was gibt's hier? Eine Feuerblume. Ich glaube, die TE gescheiter. Sein, ist da oben was? Komm, runter. Die Katze. Ist hier oben was? Nope, okay. Dann doch lieber die Feuerblume. Gamepad, was soll das? Das Gamepad laggt manchmal wieder. Wenn man es aus Tracker schon kennt. Ich will jetzt hier nicht sterben, ich habe mich jetzt so oft treffen lassen. So, das geht nur hin. Geht doch. So,
So, jetzt aber. Die Gamepad lag jetzt nicht mehr. Das passt für mich nicht. Zack. Zack. Oh, das war ein bisschen risky. Ab in den Bonusraum. Okay, der sollte relativ einfach zu holen sein. Der Grünstern. Alter, was war das? Was ist los heute? Ich krieg nichts auf die Reihe. Hey. Das war jetzt der 7. Treffer oder so in dem Level. Das kann es doch nicht sein. Was ist los? Ich hab schon 3 Power-Ups verbraucht, in Anführungszeichen. Oder verschwendet eigentlich. Okay, aber hier ist der 2. Grünstern. Den würde ich jetzt gerne ohne Treffer mitnehmen. Falls das möglich ist. Da oben ist was. Stempel, vielleicht. Ja! Und fehlt nur noch ein Grünstern, der wahrscheinlich nicht da unten sein wird. Ja gut, hier ist noch eine Passage. Hier hätte ich gerne Katze. Danke für gar nichts. Ja, darf ich das halt ohne Katze machen? Gamepad hier beim Timeout ist ganz schlimm, also reißt sich zusammen. Was ist das? Ah, wieder so ein Dingering. Was ist das? Kabale. Nicht an der Biene sterben jetzt. Ja, die Bienen, das ist nicht nur eine. Und dieser Pflanze bitte auch nicht. Okay. Lief irgendwie besser als gedacht am Ende. Am Anfang war es schlecht, aber am Ende lief es gut. Und da ich glaube, dass hier noch was kommt, nehme ich mal den Pilz. Der braucht man nämlich nicht im Inventar. Und ich nicht sterben will, wenn es geht. Ja gut. Och man, was war das für ein Dreckslevel? Ich habe nichts auf die Reihe bekommen. Die goldene Fahnenstange muss ich jetzt auch noch holen. Perfekt, immerhin. Immerhin mit Mario geht das ziemlich gut, obwohl Luigi höher springen kann. Naja, dann haben wir das auch. Wieder alles mitgenommen, auch wenn es nicht der erste Versuch war, alles ist dabei. Dann geht es direkt weiter. Wohin geht's denn? Ah, aus dem Weg, Rumpelbande. Nächster Gegner, den wir aus dem Weg räumen müssen, und zwar wie tot. Schade, nur mit Luigi. Das alles? Ah, wollte gerade sagen, ob wir einen Gegner besiegen müssen. Wäre lächerlich einfach. Falsche Richtung. Das müsste es aber gewesen sein. Ja, diese Gegnerkurse sind meistens überhaupt nicht schwer. Wäre lächerlich, wenn man da mal verreckt. Bin ich, glaube ich, sogar einmal. Ich glaube, beim ersten bin ich verreckt, aber das muss keiner wissen. Kann man sich eh anschauen. Okay, dann haben wir den auch aus dem... Rollt er jetzt auf die Seite? Okay, er fliegt. Rollen wäre irgendwie cool gewesen, aber naja. Dann gibt es hier einerseits so ein Disco-Box-Level und andererseits ein... Ja, anderes Level. Das ist 4-4, wir brauchen 4-3, Tanz in der Wolkendisco. Und da wäre Peach, glaube ich, am besten. Ah, tot. Da war Peach definitiv besser. Zack. Also da halt noch kurz Doppelkirsche. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mit Pop gerechnet, aber nicht mit der Doppelkirsche. Noch eine. Los. Okay, ich hab direkt den ersten Stern. Nein! Einer ist verkraftbar, der zweite darf noch nicht runter, aber jetzt krieg ich den Stern nicht. Das ist alles? Ernsthaft? Wieder zusammenführen. Jetzt ist ein Bumerang geil. Sollte sie wenn möglich nicht treffen. Was ist hier? Noch ein Nutz. Hier warte ich jetzt mal einen Tick ab. Das ist besser. Stern. Den mitnehmen. Okay, ich habe nicht mal den Tod verloren. Okay, da scheint nichts mehr zu sein, also geht hier weiter. Tick, tick, tick. Gehe ich hier vielleicht auf irgendwo ein Power-Up oder ist das Level Power-Up los? Noch eine Kirsche, ey. Ich will ein Power-Up und nicht doppelt Kirschen.
Power-Up. Ja, und ich sterb sowieso. War dann Checkpoint, bitte lass am Checkpoint gewesen sein. Aber ich fürchte, da war keiner. Mann. Diese Doppelkirsche nervt auch. Aber vielleicht brauche ich sie. Ich nehme sie jetzt mal mit. Sicherheitshalber. Vielleicht brauche ich sie irgendwann. Aber sie rennen auch so blöd. Sie stehen nie wirklich ganz nebeneinander. Sie rennen immer so auseinander, blöderweise. Das ist sie noch nerviger zu steuern. Das sind nur Münzen, habe ich gelernt. Puh, das war riskant. Ich sollte, glaube ich, auch darauf achten, dass keiner von ihnen stirbt, weil das könnte negative Folgen haben. Ja, und beide tot. Gerade noch gesagt und schon sind beide tot. Direkt weiter. Mann, die sind so nervig, diese Doppelkirschen. Ich mag die irgendwie nicht. Okay, da ist eh nur ein Block versteckt. Ich dachte, es wären mehr. Oh, noch eine. Nein, sag nicht, der Block 4 und ich hab nur 3. Was wäre da oben? Oh, come on. Dann haben wir jetzt hier alle 4 und können die hier aufladen. Okay, es waren nur 3 nötig anscheinend. Und können uns hier den Stempel gönnen. Dann bitte wieder alle in eine Ecke sammeln. Perfekt. So, hier runter, hier runter, hier runter. Los. Und hier rein. Jetzt sollte so wenig wie möglich von euch sterben, weil ich brauche euch dann im Bonusraum. Vermutlich zumindest. Ja, alle rauf bitte und in die Röhre. So viel sollte das locker möglich sein. Jetzt kann ich mich hier nämlich noch perfekt ausrichten und dann sollte das wie so ein Kampf funktionieren. So. Ja, locker sollte sich das ausgehen. Ja, das war halt für 4 Leute nicht ausgelegt. Designed. 4 Leute designt und ich habe das zu zweit versucht. Okay. Jetzt versuchen wir es. Boom. Okay, einen habe ich schon verloren. Oh ne, doch nicht. Jetzt habe ich einen verloren. 2 brauche ich am Ende. Solange 2 überleben, ist alles gut. Das sieht so aus, als würden 2 überleben. Perfekt. Dann holen wir hier noch den letzten Glühstern. Und jetzt ab ins Ziel. Ich konzentriere mich jetzt einfach nur auf einen. Tut mir leid, Mario, also du musst Abgrund. Jetzt holen wir noch die Spitze mit, obwohl ich sie eh schon hatte. Dann haben wir es geschafft. Wunderbar. Sehr gut gemacht. Wenn man das hinkriegt, dass keiner stirbt, ist es eh voll einfach. Aber das habe ich halt nicht hingekriegt, blöderweise. Und wir kriegen eine Doppelkirsche als Stempel. Perfekt. Dann geht's direkt weiter. Speicher, ja. Und zwar zu Abenteuer in den Trampolinbergen. Anscheinend geht da wer in den Bergen wandern. Und zwar Luigi. Er wandert hier ein bisschen durch die Berge, genießt die frische Luft, den schönen Sonnenschein. Und findet auch ein paar Trampoline, wo er seine Sprungleistung noch mehr verbessern kann. Er springt ja schon am höchsten von allen. Aber das reicht ihm nicht, er will noch mehr. Also cool. Zack, zack. Ich muss nichts machen. Jetzt sammeln wir automatisch hier die Münzen ein. Okay, wir gehen höher. Hier schon alle roten Münzen mitnehmen. Perfekt, gib mir Feuerblume, gib mir die. Es geht ohne instant getroffen zu werden. Danke sehr. So, die sind erstmal aus dem Weg geräumt. Was gibt's hier? Nichts, okay. Habe ich schon Grünstein verpasst in den Bäumen vielleicht irgendwo? Ne, finde ich da nach Hause. Na dann, einfach weiter den Berg raufklettern. Oder eigentlich springen. Hey, was war das? Mies sabotiert! Was ist hier? Außer nix. Pommes. Nein, ich wollte nicht hoch,
Zeit will ich aber auch nicht. Come on, das ist, kann doch nicht so schwer sein. Was struggle ich denn hier so? Das ist doch ultra easy. Aber ich struggle hier komplett. Jetzt lass mich da hoch. Geht doch, was hat das Problem? Da oben ist der erste Grünstern und das ist wahrscheinlich das Trampolin, ja. Zack. Hoch. Ich sag hoch da. Nein, wo gehst du das hin, Luigi? Dahin. Das ist in der Tat der erste. Nein, da riskiere ich jetzt nichts mehr. Da kann man sterben. Das konnte ich vorher nicht. Da riskiere ich jetzt gar nichts mehr. Okay. Checkpoint ist mitgenommen. Was? Wieso triffst du den nicht? Luigi, wo ist dein Aim? Neue Feuerblume gibt's hier. Was haben wir hier oben? Okay, das sind Plattformen. Die jetzt was bringen, wenn ich... Ah, Grünstern! Wie bin ich überhaupt hochgekommen? Mit dem Wandsprung, glaube ich. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Okay, aber wir müssen hier hoch. Und hier oben gibt's eine Quizbox, das heißt, da ist wahrscheinlich der dritte Grünstern drin. Wo ist das? Hoch da, hoch da. Luigi, hoch da. Knapp. Richtig knapp. Gerade so noch hoch. Jetzt fehlt uns nur noch der Stempel. Ja, kommt hoffentlich noch. Ich glaube nicht, dass ich den schon... Ah, da vorne. Nicht, dass ich den verpasst hatte. Dann nehmen wir den hier noch mit. Sieht aber sehr cool aus, diese Flugformation, die hier machen. Echt richtig nice aus. Nein. Got it. Kommt da hinten vielleicht noch was, wenn ich hier warte? Nee, scheint nicht so. Dann ab in die Box. Und hoffentlich auf die Fahnenspitze. Hier werfen wir das hin. Perfekt, alles mitgenommen mit dem Erstversuch. Ja, Luigi hat schon was drauf. Im ersten Level hat er nichts überzeugt, aber jetzt hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Das hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wir kriegen den Pilz, der Stempel. Und dann geht's weiter. Oh, hier haben wir eine Röhre. Da kann man auch eigentlich direkt reinschauen, was es so gibt. Das Rätselhaus. Das können wir auch noch machen. Ab ins Rätselhaus. Wie heißt es diesmal? Raterei im Rätselhaus. Diesmal gibt es schon mehr Stellen. Diesmal sind es, glaube ich, sogar 10, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Jeder Rest im ersten 5 wieder tot. Ah, man sieht es nicht. Doch, 10 Stück. 10 Stück dürften das diesmal sein. Es werden dann, glaube ich, vom Rätsel zu Rätsel immer mehr. Und hier ist die Nummer 1. Geht weiter. Was gibt's hier? Hier muss ich aber nur rasen. Wahrscheinlich, dass ich tot bin. Der kann sehr gut rasen. Ja, beschleunigen tut er überhaupt nicht. Alter, ich muss eigentlich diesen Sprint machen. Jetzt, danke. Hier haben wir den Grünstern Nummer 4. Nein, 3. Jetzt kommt Nummer 4. Ja, die Aufgaben sind jetzt noch nicht wirklich schwer. Das war jetzt Nummer 4, ab geht's zu Nummer 5. Ich glaube, das ist schlauer, wenn ich hier so richtig springe, weil das geht viel einfacher. Geschenkt. Das war Nummer 5. Okay, ich muss jetzt wirklich sprinten. Nein! Was machst du tot? Wieso springst du nicht, du Volltrottel? Wieso springst du nicht? Diesmal springen. Vielen Dank. Weiter geht's. Nummer 7. Oh, klopf. Perfekt. Nummer 8 war das. Nein, das war Nummer 7. Das ist jetzt Nummer 8. Auch nicht wirklich schwer. Jetzt. Vorletzter. So, ich habe mit Kugel gewählt, aber hier kann man trotzdem einfach drüber springen. Nicht wirklich schwer. Huh, fast weit gelaufen. Und der letzte. Bikes. Vielen Dank. Damit ist das Rätselhaus auch schon abgeschlossen. Auch relativ einfach. So.
So, und ein Level geht, glaube ich, noch. Ja, geben wir die 10 Grünsterne. Oder zwei Stück haben wir jetzt schon. Ich glaube, es gibt irgendwie 380 oder sowas in der Richtung. Es gibt relativ viele, sagen wir so. Und wir haben mit diesem Part fast die ganze Welt geschafft. Das ist das vorletzte Level, glaube ich, vor dem Schloss, oder? Loi. Okay, vorletztes Level vor dem Schloss. Und zwar die verlorene Stadt in den Spike-Bergen. Mario will das auch wandern gehen hier in den Bergen. Auch wenn Spike-Berge sind, das stört ihn nicht. Mach's trotzdem gerne. Mal sehen, was haben wir hier? Wir haben ein Kätzchen. In der Tat, es gibt ein Kätzchen. Warte, da oben ist da was? Sieht so auffällig aus. Mal sehen, haben wir hier was? Den Stempel haben wir hier. War schon echt auffällig. Und eine Röhre, wo führt mich die denn hin? Okay, das gibt einen grünen Stern, wenn wir hier alle Schalter betätigen. Die Katze würde ich aber eigentlich gerne behalten, von daher mal schauen, dass ich... Finished! Erster Grünstern und es geht zurück in die Röhre. Dann kommen wir direkt daneben wieder raus. Zack, 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 hier noch die ganze Münze rauspumpen. Dann haben wir so eine kleine Plattform. Mit Katze ist es relativ einfach. Da ist der erste Checkpoint. Hier hoch. Da hinten kommt dann noch so eine Plattform. Hier mit diesem Spike-Ding drauf. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Ah, okay, ich verstehe. Gibt es einen Ring? Wie aus dem Takt gekommen. Zack, 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 zack. Katze gibt es dafür. Und ich würde gerne hier oben nochmal abchecken, weil das sieht mir auch so aus, als könnte da schon... da sehe ich noch einen Grünstern. Als könnte hier oben schon echt gut was verstecken. Und da ist sogar was versteckt. Zweiter Grünstern. Und da hinten habe ich auch schon den letzten gesehen. Okay, die Welt wird ein bisschen ausgegraut. Vielleicht sind wir zu weit oben gewesen. Da hinten sehe ich auch schon den letzten Grünstern. Oder habe ich schon den letzten Grünstern gesehen. Nur schon, dass ich hier nicht getroffen werde, weil die Katze nicht mehr behalten. Die Katze nicht mehr noch im Inventar, würde ich gerne beide behalten fürs Schloss. Gamepad, was war das gerade? Kurzer Timeout wieder mal. Jetzt aber. Hier rüber. Hier rüber. Jetzt hier die Kamera wieder ein bisschen drehen, weil ich sehe nichts. Und das war, glaube ich, schon das ganze Level. Perfekt, das war ein richtig cooles Level und ging auch sehr schnell. Sehr schön. Richtig gut gelaufen. Ja, 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 wir kriegen einen Spike als Stempel. Sehr schön. Dort haben wir noch eine Dörre, will ich mal nach hinten schauen. Oh, noch eine kleine Brücke. Und die Treppe kommt auch. Ja komm, lad schneller. Nochmal kurz abchecken, was hier so in der Röhre ist. Ah, okay. Feuerbruder. Den machen wir noch. Das, jetzt konnte ich den Text nicht lesen. Das erste Versteck der Feuerbrüder. Und Peach wird es denen gern zeigen. Oh, ich habe gleich eine Katze getroffen. Oh, die töten sich sogar selbst. Ja. Das war hoffentlich das erste und letzte Versteck der Feuerbrüder. Hoffentlich. Und damit haben wir das auch abgeschlossen. 1, 2, 3, auf 4, 5 wäre cooler gewesen. Und hier gibt es jetzt wahrscheinlich so ein Haus. So ein Todhaus nehme ich mal an. Oder? Nein, ein Feenhaus. Das machen wir auch noch, weil da gibt es einen Stempel zu holen. Ren Peach. Gibt es einen schönen Stempel. Okay. Eine wütende Elfe. Oh, schau mal, wir sind fast gleich angezogen. Wir haben die gleiche Farbe. Wow. Und heraus wieder aus dem schönen Feenhaus. Aber es war ein sehr gutes Versteck der Feuerblüte, muss man schon sagen. Hätte ich fast übersehen, die Röhre. Dann geht's wieder zurück zur Oberwelt. In Richtung Bowsers Schloss.
Diese Türen werden aber noch länger bestehen, weil dieses Schloss gibt es im nächsten Part. Lasst dafür gerne ein Abo da, damit ihr das auf keinen Fall verpasst. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.